Medizinisch konnte man dagegen nichts mehr machen. Ich war also wirklich entstellt. Durch Wunden, keine Haare mehr. Aber die Depressionen wurden nachher so schlimm, vor allem die Selbstmordgedanken, dass ich nach einem Jahr dieser Ausbildung mir versucht habe, das erste Mal das Leben zu nehmen. Und irgendwann kam auch der Alkohol mit dazu. Hab mich dann aufs Bett gelegt und hab so aus tiefstem Herzen gebeten: Lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, und dann kam mein Bruder mit Bruno Gröning an. Ich habe diese Kraft aufgenommen und habe dabei etwas Wunderschönes erlebt. Ich konnte es spüren, wie etwas durch meinen Körper geströmt ist. Was dann geschah, das ist für mich der eigentliche Erfolg in meinem Leben. Denn dann, ja, dafür fehlen mir eigentlich die Worte. Es ist nicht leicht, in einer Zeit aufzuwachsen, in der sich längst nicht mehr nur die jüngere Generation fragt, ob Gott sie vergessen hat. Wir, Jugendliche des Bruno Gröning Freundeskreises, haben dieses Buch geschrieben, um zu dokumentieren, was wir als Kinder dieser Zeit an Nöten und Fragen und an Hilfen und Wundern erlebt haben. Ich hatte seit meiner Geburt schwere Neurodermitis. Das ist eine Hauterkrankung mit Ekzemen am ganzen Körper. Bei mir war es ganz schlimm. Ich hatte ständigen Juckreiz, der mich wirklich gequält hat und war an vielen Hautstellen aufgekratzt und offen und wund. Das hat man natürlich auch gesehen. Das hat mich auch sehr belastet, in meiner Jugend ganz besonders unter den anderen Jugendlichen. Man kommt sich immer ein bisschen ausgestoßen vor. Ich hatte allergisches Asthma, das manchmal bis zu Erstickungsanfällen geführt hat. Und diese Krankheiten haben wir auch, was mir ganz besonders wehgetan hat, jeglichen Kontakt zu Tieren untersagt. Ich konnte nur mit Cortison, mit Medikamenten Kontakt zu Tieren haben. Ich habe dann auch körperlich sehr abgebaut in meiner Jugend. Ich habe vieles mitgemacht, wie die anderen Jugendlichen auch. Ich habe geraucht, oft getrunken am Wochenende, war nächtelang unterwegs, in den Diskotheken auch, und habe dabei körperlich, gesundheitlich immer mehr abgebaut. Es ging mir immer schlechter, die Ekzeme wurden immer schlimmer, das Asthma wurde immer schlimmer. Ich habe nach dem Abitur mir überlegt, was ich machen könnte, und wollte eigentlich nur einen guten Job haben, viel Geld verdienen und das Leben genießen, so wie es mir eben möglich war, auch mit Medikamenten, anders ging es ja nicht. Ich habe dann einen gut bezahlten Job angenommen bei einer Pharmafirma. Den habe ich einige Jahre ausgeübt. Ich hatte bei dieser Firma auch Zugang natürlich zu vielen Medikamenten, die man sich nicht kaufen musste, und habe meinen Körper gezwungen, meinen Bedürfnissen zu genügen, so wie es eben möglich war. Ja, bis dann irgendwann ein Zusammenbruch kam. Ich bekam zur Neurodermitis noch eine Autoimmunerkrankung dazu. Ich habe innerhalb weniger Wochen mein Haarkleid vollkommen verloren. Medizinisch konnte man dagegen nichts mehr machen. Ich war also wirklich entstellt. Durch Wunden, keine Haare mehr. Mein Freund hat mich damals verlassen. Er konnte meinen Anblick nicht mehr ertragen. Und ich habe kurz darauf auch meinen Job verloren, weil auch die Firma das nicht mehr tolerieren konnte, mich weiter zu beschäftigen in diesem Zustand. Und habe so belastet zum Bruno Gröning Freundeskreis gefunden, an einem Informationsabend in die Lehre Bruno Grönings, davon gehört, dass es Heilung auf geistigem Wege gibt, dass es eine Heilkraft gibt, die man aufnehmen kann und die imstande ist, die gestörten Körperfunktionen wieder in die Ordnung zu bringen und den Körper gesund zu machen.
Und mein Körper war damals unheilbar krank. Ich konnte das mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Es klang wie ein Märchen für mich. Es war nur so, dass es mir so schlecht ging, dass ich nach jedem Strohhalm gegriffen hätte, um nur ein bisschen Hilfe zu erfahren. Ich habe diese Kraft aufgenommen und habe dabei etwas Wunderschönes erlebt. Ich konnte es spüren, wie etwas durch meinen Körper geströmt ist. Ich konnte spüren, wie ich plötzlich ein Glücksgefühl in mir hatte, das sich rationell durch nichts erklären ließ, weil es war 5 Minuten vor der Aufnahme dieser Kraft von außen gesehen nichts anders als danach. Aber ich habe mich sehr gut gefühlt und ich habe eine Freude in mir gespürt. Ich bin dazu übergegangen, diese Kraft regelmäßig aufzunehmen und habe wirklich innerhalb kürzester Zeit die Heilung am Körper erlebt. Ich brauchte keine Medikamente mehr. Ich konnte aufhören zu rauchen ohne eine einzige Entzugserscheinung. Und es wurde mir durch die Gesundheit auch ein Lebensglück geschenkt. Ich habe dann beschlossen, vieles in meinem Leben umzustellen. Meinen alten Wunschtraum, den ich immer in mir getragen habe, der vorher nicht zu verwirklichen gewesen wäre, wahrzumachen. Ich habe begonnen, Veterinärmedizin zu studieren und bin jetzt kurz vor meinem Studienabschluss und habe jeden Tag intensiven Kontakt zu den Tieren, genieße diesen Kontakt und habe keine Allergien mehr. Die Haut ist gut geworden, die Haare sind wieder gewachsen und ich darf im Bruno-Gröning-Freundeskreis auch Tiererfolgsberichte dokumentieren und sammeln. Und es ist ganz erstaunlich, welche Heilungen hier eintreten, die man tiermedizinisch absolut nicht erklären kann. Wir haben Heilungen von Krebs, sehr herausragend, eine Heilung von einem Hauttumor, von einem Sarkoid, das auch ohne jegliches menschliche und medizinische Zutun verschwunden ist. Und das Pferd ist bis heute gesund geblieben. Ja, und es macht große Freude, solche Berichte zu lesen, sie zu dokumentieren, besonders wenn man in der Tiermedizin immer wieder mit dem Fachgebiet der Pathologie konfrontiert wird, wo man lernen muss, wie Krankheiten entstehen, wie sie sich ausbreiten und dass sie immer mehr werden. Und dann diese Berichte als Gegensatz dazu, die beweisen, dass es nicht so sein muss, dass es anders sein kann, dass es kein Unheilbar gibt, auch nicht bei den Tieren. Und dass der Mensch durch seine richtige Einstellung sehr viel dazu tun kann, dass es nicht nur dem Menschen selbst, sondern auch seinen Geschöpfen, die um ihn herum sind, besser geht, wieder gut geht. Ich bin glücklich, diesen Weg gefunden zu haben. Ich würde nicht mehr zurück wollen in die Zeit vorher, um keinen Preis der Welt. Und ich freue mich schon auf das Leben, das jetzt noch folgt. Bruno Gröning. Was für ein Mensch war Bruno Gröning? Und was ist die Lehre Bruno Grönings? Ihn in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist genauso unmöglich, wie sein Wirken zu erklären. Deshalb wollen wir zwischen unseren eigenen Erlebnisberichten einige Eindrücke aus Bruno Grönings Leben wiedergeben. Danzig. Hier wurde Bruno Gröning geboren. Die Frage, woher er seine Fähigkeiten und sein Wissen überhaupt hatte, beantwortete er mit der Erzählung eines Erlebnisses aus seiner Kindheit. Als kleiner Junge war er allein in den Wald weggelaufen. Dort wollte er sich bei Gott über die Kälte und Härte der Menschen beklagen und bat darum, dass Gott ihn wieder in den Himmel nimmt. Er bekam Antwort. Und damit auch seine Lebensaufgabe. Die Lebensaufgabe, gegen das Schlechte zu kämpfen und es durch das Gute zu überwinden. Seitdem mied er die Menschen nicht mehr, sondern ging hin und sagte, dass es Gott gibt, dass er ganz lieb ist und dass er helfen will. Alle Menschen, gleich welcher Religion, Nation und Hautfarbe, sind es wert, dass ihnen geholfen wird. Bruno Gröning sprach davon, dass Gott das Leben und die Natur selbst ist und dass man ihn in allem finden und erleben kann. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall.
die Pflanzen und Tiere nannte er seine kleineren Brüder und Schwestern und oft gesundeten Tiere durch seine bloße Zuwendung. Den menschlichen Körper sah er als großes Geschenk Gottes, auf das man ein Leben lang in Liebe zu achten hat. Ihm war als einfachen Menschen alles Gekünstelte fremd. Und so war auch sein Selbstverständnis. Ich bin nichts weiter als ein natürlich gebliebener Mensch. Andere Titel und Rollen waren nicht in seinem Sinne. Wer das hohe Glück hatte, durch mich seine Gesundheit wiederbekommen zu haben, der danke Gott aus tiefem Herzen. Ich bin nur sein Werkzeug und Diener. Ich bin seit 14 Jahren im Versicherungsaußendienst tätig und erlebe da so einige Schicksale auch meiner Kundinnen. Mein eigenes Schicksal möchte ich auch ganz kurz an dieser Stelle erzählen. Ich bin vor ca. 13 Jahren auf Bruno Gröning aufmerksam geworden durch meine Mutter, die damals sehr schwer krank war und unter anderem drohte ihr auch der Rollstuhl. Ich sah irgendwann ein Bruno Gröning-Bild im Wohnzimmer meiner Eltern und dachte, was ist das? Und sah aber auch eines, das also meiner Mutter von Stund an besser ging. Sie erzählte mir dann irgendwann davon, worum es geht. Und ich war sehr skeptisch und auch ziemlich atheistisch eingestellt und ich habe nicht geglaubt, was mit Gott zu tun hat oder was mit irgendwelchen geistigen Dingen zu tun hat. Aber es gab eine Tatsache und dieser Tatsache konnte ich mich nicht verschließen und das war die Heilung meiner Mutter. Und skeptisch wie ich war, konnte ich mich aber, wie gesagt, dem nicht verschließen und habe mich dann irgendwann selber auch überzeugt auf einem Informationsvortrag und habe dann dort selber auch erlebt, dass in meinem Körper ganz viel geschah. Ich habe Hitzewellen gespürt, die über den ganzen Körper hoch und runter gelaufen sind. Es wurde mir abwechselnd heiß und kalt. Und selber habe ich dann daraufhin in dieser Zeit erlebt, dass viele Dinge in meinem Leben sich auch zum Guten gewandelt haben. Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich sehr schwere Migräneanfälle früher hatte, die regelmäßig einmal im Monat auftraten, die mich auch jedes Mal 1 bis 2 Tage ins Bett fesselten. Ich hatte chronische Mandelentzündungen, vor allen Dingen in der Winterzeit. Ich habe damals sehr stark geraucht, 1 bis 1,5 Schachteln am Tag. Und diese Dinge haben mich doch sehr belastet. Ja, und als ich dann selber eingeführt worden bin, habe ich dann erlebt, dass innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr etwa die Migräneanfälle verschwunden sind. Die Mandelentzündungen sind nicht mehr aufgetreten. Und, was für mich das Größte in der Zeit war, ich konnte von heute auf morgen aufhören zu rauchen. Und ich möchte hier wirklich sagen, dass es ging ohne irgendwelche Suchterscheinungen oder Entzugserscheinungen. Es war einfach von heute auf morgen weg und das ist, glaube ich, schon nicht normal. Und ich habe hier im Freundeskreis die Menschen kennengelernt und habe erlebt, welche liebevolle Atmosphäre hier herrscht. Und so hat sich meine innere Einstellung auch gewandelt. Ich habe meine Frau hier im Freundeskreis kennengelernt und wir haben heute selber 3 kleine Kinder. Ich habe früher, oder der Gedanke daran, früher für mich selber mal Kinder zu haben, hat mich immer irgendwie erschreckt. Und die Aufgabe, die Kinder großzuziehen und ihnen so viel Gutes wie möglich mit auf den Weg zu geben, ist schon eine schöne Aufgabe. 1949, Herford, Wilhelmsplatz Nummer 7. Die Heilung, die hier an einem 9-jährigen Jungen geschah, gelangte durch die Presse an die Öffentlichkeit. Und seitdem lagerten Menschen um das Haus und wollten Bruno Gröning sprechen. Viele, von Ärzten aufgegeben, sahen in einer Begegnung mit dem unbekannten Wunderheiler ihre letzte Chance. Der Platz füllte sich mit Kriegsversehrten und Behinderten auf Krücken, Rollstühlen, Pritschen und Fahrzeugen, auf denen die Menschen zum Teil auf Stroh gelagert waren. Und dann ereigneten sich die Bilder, die später die Schlagzeilen der Zeitungen füllten. Bruno Gröning wendete sich den Leidenden zu, sprach mit ihnen und vor den Augen vieler Schaulustiger, Skeptiker und Journalisten fanden Menschen ihr Augenlicht wieder, standen von den Rollstühlen auf. Bruno Gröning nahm die Krücken und schlug sie übers Knie entzwei. Damals schrieb die Zeitung,
Sein Wort band die Krankheit. Und dieses Wort, seine Ansprachen, Vorträge und Lebensweisheiten wurden gesammelt und später zur Lehre Bruno Grönings zusammengefasst. Manche Augenzeugen vergaßen es ihr Leben lang nicht, wenn er vom Balkon sagte: Geben Sie mir Ihre Krankheit und Ihre Sorgen. Sie werden alleine nicht fertig damit. Ich trage sie für Sie. Dabei erklärte er dann: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der eine und andere noch leichte Schmerzen verspürt. Das sind die Regelungsschmerzen, die sehr bald verschwunden sind, wenn Sie weiter fest an die Heilung glauben. Es gibt kein Unheilbar. Gott ist der größte Arzt. Damit hatte er im Grunde alles gesagt. Denn der Glaube verbindet den Menschen wieder mit Gott, so dass die Lebenskraft den Menschen wieder durchströmt und heilt. Schwer vorzustellen, dass es Menschen gab, die so etwas störte, die in Bruno Gröning trotz aller öffentlichen Beweise seiner Gutwilligkeit eine Gefahr sahen, für was auch immer. Das Ordnungsamt kündigte Bedenken an. Plötzlich fing man an, ihn zu bekämpfen und die Tatsachen in der Presse zu verdrehen. Die Berichterstattungen schlugen ins Negative um. Durfte er überhaupt heilen? Konnte er als Unstudierter überhaupt sagen: Ich gebe Ihnen zu wissen. Durfte ein Mann wie er neben Kirche und exakter Wissenschaft existieren? Die Behörden wurden nervös. Dass sich in dieser Zeit allein 80.000 hilfesuchende Menschen schriftlich an Bruno Gröning gewendet hatten, die sonst nirgendwo mehr Hilfe zu erwarten hatten, interessierte die Amtsinhaber nicht. Scheinbar gab es da noch Menschen, die einen ganz anderen Auftrag hatten als er. Die Kampagne war deutlich. Bruno Gröning sollte verschwinden. Ein Trost blieb den Hilfesuchenden, und das war die Tatsache, dass einige allein durch die stille Bitte und einen gedanklichen Hilferuf an Bruno Gröning Heilung erlangt hatten. Seine körperliche Anwesenheit war offensichtlich überhaupt nicht notwendig. Ich war 18 Jahre, als ich zum Freundeskreis kam, und vorher habe ich schon einiges durchleben müssen. Mit ungefähr 9 Jahren habe ich Kopfschmerzen gekriegt und die wurden immer schlimmer und meine Eltern sind zu vielen Ärzten mit mir gelaufen, aber es wurde nicht besser und eines Morgens bin ich aufgewacht mit Kopfschmerzen und weil sie so stark waren, habe ich gegen die Wand geschlagen, um den Schmerz irgendwie betäuben zu können. Und danach sind meine Eltern mit mir zu Heilpraktikern gelaufen, haben alles Mögliche ausprobiert. Es hat aber nichts gebracht. Nach einigen Jahren kamen dann Knieschmerzen dazu, die auch so stark wurden, dass ich irgendwann nur noch schwer Fahrrad fahren konnte. Treppen steigen war fast unmöglich. Laufen tat weh und irgendwie konnte niemand was machen. Ja. Dann habe ich Probleme in der Schule bekommen. In einem Fach sanken die Noten. Ich habe Angst bekommen vor der Schule. Die Ängste wurden immer schlimmer. Ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, in die Stadt zu fahren, unter Menschen zu gehen. Und ich hatte keinen Spaß mehr am Leben. Wollte mich mehrfach vorher vor einen Zug schmeißen, irgendwo von der Brücke springen. Ich habe es aber dann doch nicht gemacht. Ich konnte es nicht. Und ja, ich war eigentlich mit 17 schon am Ende von meinem Leben, habe mehrere Nervenzusammenbrüche gehabt, Stress in der Schule. Mein Vater lag auf der Intensivstation und ich bin zusammengebrochen. Dann hat meine Mutter von Bruno Gröning gehört und ich konnte das erst nicht annehmen, nicht glauben. Was soll das? Habe dann aber ein Buch gelesen, wo es darum ging, ja, beten Sie. Und ich habe mir gedacht, naja gut, was soll's?
bin eh am Ende, dann probiere ich das mal aus. Glauben konnte ich es nicht. Hab mich dann aufs Bett gelegt und hab so aus tiefstem Herzen gebeten, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, und auf einmal war eine Ruhe in mir, ein Friede, eine Leichtigkeit. Und ja, ich war frei von allen Schmerzen. Es war ein Glücksgefühl in mir. Und ja, leider dieses Glücksgefühl, das verebbte ganz schnell wieder. Ich habe dann weiterhin gebetet, aber die Schmerzen kamen wieder, die Traurigkeit kam wieder. Und ich konnte dieses Gefühl einfach nicht mehr herholen. Und es hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich dann doch mit meiner Mutter zum Bruno Gröning Freundeskreis zu einer Stunde mitgegangen bin. Und da habe ich mir das mal angehört. War am Anfang sehr skeptisch. Habe gedacht, ja, ich fühle hier was, ich spüre diese Kraft und ja, warum nicht? Ich bin eine Woche später mit einer Freundin zusammen Rad gefahren und habe Schmerzen in den Knien bekommen. Und so stark hatte ich es vorher noch nie. Ich musste absteigen, ich musste schieben, ich konnte kaum noch laufen, ich konnte zum Schluss kaum noch mein Fahrrad schieben, ich konnte vor Schmerzen kaum noch laufen. Bin irgendwie nach Hause gekommen, habe mich nach Hause gequält, habe mich ins Bett gelegt, habe gedacht, fertig, meine Knie kaputt. Und ich bin aufgewacht und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr in den Knien. Und erst im Nachhinein wurde mir das bewusst, was da eigentlich passiert ist. Ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Und zu der Zeit habe ich dann ja auch nochmal diese Regelung bekommen mit den Kopfschmerzen, mit der Übelkeit, mit der Nichtempfindlichkeit. Und diesmal habe ich es durchgehalten und es ist alles rausgeputzt worden, sozusagen. Und seitdem bin ich vollkommen frei, freue mich an Leben. Und ja, gerade Sport, was für mich sehr wichtig ist, kann ich jetzt wieder machen. Und das genieße ich richtig. Meine Fußballzeit begann in der Grundschule. Am Anfang wenig, da kickte ich dann zum ersten Mal auf dem Fußballplatz. Dann mehr, da steigerte ich so weit, dass wir von morgens bis abends eigentlich nur noch auf dem Fußballplatz rumhingen. Mein Vater nahm mich dann zum ersten Mal mit ins Stadion nach Dortmund. Das gefiel mir sehr gut. Und irgendwann kam auch der Alkohol mit dazu. In meiner Ausbildung am Anfang hatte ich dann mehr Geld. Ich fuhr dann auch öfters ins Stadion und hatte irgendwann eine Dauerkarte. Ich war eigentlich bei jedem Spiel dabei. Ich hatte das Glück oder mein Pech war eigentlich zu der Zeit, dass Dortmund die beste Zeit hatte. Die waren dann zweimal hintereinander Meister, Champions League-Sieger. Und genau in der Zeit war ich dann da. Ich war in Manchester mit da, bei der Champions League, in Madrid, beim Endspiel in München gegen Turin. Und es wurde eigentlich nur gesoffen. Es begann dann morgens mit dem Alkohol und bis das Spiel anfing, bekam man nichts mehr vom Spiel mit. Wir wussten nicht mehr, wer da unten rumläuft. Meine Freunde in der Berufsschule zu Hause tranken mit mir mit. Wir hingen eigentlich auf der Straße irgendwann nur noch mit der Bierdose rum. Morgens vor der Schule tranken wir, nachmittags sogar in der Schule irgendwann. Wir hatten unsere Bierdosen unterm Tisch und die Lehrer, die beachteten das gar nicht. Wir sangen im Unterricht und machten nur noch Blödsinn. Ja, irgendwann steigerte sich das so weit, dass ich unzufrieden mit mir wurde. Wenn ich Alkohol trank, wenn ich besoffen war, war ich glücklich, meine Sorgen verschwanden. Am nächsten Morgen kamen die ganzen Probleme wieder. Das war eigentlich der ganze Haken an der Sache, dass die dann doppelt so hoch waren. Nicht mehr weiter wusste irgendwann. Alltagsprobleme hatte, Alltagssorgen, Zukunftsängste, Zukunftssorgen. Nicht mehr weiter wusste und mich eigentlich in den Alkohol flüchtete.
Und da war, fühlte ich mich dann wohl, war dann glücklich. Die Gesundheit, die verschwand dann auch irgendwann so allmählich. Ich wurde dann immer unzufriedener mit mir, von den Sorgen mal abgesehen. Meine Ausbildung, die stand dann irgendwann auf der Kippe. Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergehen sollte. Meine Mutter war schon im Bruno-Gröning-Freundeskreis und ja, ich guckte immer hin und war auch interessiert, aber ich hing zu sehr am Fußball, an dem ganzen Alkohol. Irgendwann ließ ich mich dann auch einführen, aber an der ganzen Sache änderte sich für mich eigentlich im Moment noch gar nichts. Ich nahm dann diesen Heilstrom auf, die Kraft auf, fuhr weiter ins Stadion, trank auch weiterhin und irgendwann trank ich weniger. Ich merkte irgendwie, irgendwann schmeckte mir das irgendwie nicht mehr richtig, der Alkohol. Ich fuhr dann auch nicht mehr zu jedem Spiel. Ich war dann auch mal auf einer Tagung beim Bruno-Gröning-Freundeskreis. Das wurde mir irgendwann wichtiger. Ja, und der Alkohol rückte in den Hintergrund. Und ich weiß noch ganz genau, irgendwann, ich stand dann auf der Südtribüne und merkte auf einmal irgendwann, ich habe eine Cola in der Hand, kein Bier mehr. Und das war für mich eine entscheidende Wende, denn ich wusste, ich habe es eigentlich geschafft. Und irgendwann wachte ich morgens auf und wusste, das ist es einfach nicht mehr. Ich hatte den Gedanken auf einmal morgens, du fährst zu keinem Spiel mehr hin. Was mir eigentlich vorher eigentlich unmöglich war, dass ja, ich würde das verpassen, ohne mich fangen die gar nicht mehr an. Ja, es wendet sich alles zum Guten hin. Und heute kann ich sagen, wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahre, ich bin eigentlich ja, ein zufriedener, glücklicher Mensch geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. Nachdem sich das Heilverbot und die negative Berichterstattung verschärft hatten, kam die Zeitschrift Revue auf den Gedanken, eine wissenschaftliche Untersuchung der Gröningschen Heilmethode zu finanzieren. Bruno Gröning sollte vor den Augen einer wissenschaftlichen Prüfungskommission versuchen, Menschen zu heilen. Die hierzu ausgesuchten Ärzte, Psychologen und Physiker sicherten Bruno Gröning für den Fall von nachvollziehbaren Heilungen ein positives Gutachten zu und wollten ihm den Weg freimachen. Bruno Gröning wollte sich nie zur Schau stellen oder auf Befehl helfen, um Zweifler an der Gnade herumexperimentieren zu lassen. Aber hier willigte er zu, um dadurch vielleicht zu denen gelangen zu können, die seine Hilfe dringend brauchten. Vom 27.07. bis zum 7.08.1949 fanden dann in der Heidelberger Universitätsklinik an 12 ausgesuchten Patienten die Untersuchungen statt, bei denen eindeutige Erfolge verzeichnet wurden. Auch hier bestätigte sich wieder, dass Bruno Grönings Zuwendung zu erstaunlichen, unerklärlichen Heilungen führte. Doch das versprochene, positive Gutachten wurde ihm trotzdem nicht ausgehändigt, ebenso wenig, wie man ihm den Weg freigemacht hat. Enttäuscht folgte er dann einer Einladung nach Bayern, zum Traberhof bei Rosenheim, um dort ein paar Tage in Ruhe die Situation zu überdenken. Ja, so meine Erfahrung mit dem Freundeskreis reicht 9 Jahre zurück. Ich kam damals durch meine Mutter zum Freundeskreis. Die hat mir erzählt, dass man dort lernen könnte, Leute zu heilen oder sich selber zu heilen. Und das hat mich natürlich interessiert, weil ich auch damals schon kurz vor dem Medizinstudium stand. Und dann kam ich zu diesem Treffen und das war so ganz anders, als ich es erwartet hatte. Und ich bin nur ihr zuliebe hingegangen und also ich habe das alles für Quatsch gehalten. Ich habe das Bild auch weggeworfen von dem Bruno Gröning und ja, bin erstmal lange Zeit nicht zu den Treffen gegangen, aber ich war damals ja noch jung, habe bei meinen Eltern gewohnt und habe dann erlebt, dass meine Eltern Heilung bekommen haben, besonders mein Vater. Zum Beispiel ist er von Alkoholsucht frei geworden, er hat nicht mehr geraucht, Warzen unter den Füßen sind verschwunden, dann ist seine Leber besser geworden, die Leberwerte waren immer sehr schlecht. Varizen der Speiseröhre sind zurückgegangen und auch meiner Mutter ging es besser. Naja, und dann habe auch ich angefangen,
mal zu gucken, wie es mir hilft, vor allen Dingen im Studium, das dann ja auch angefangen hatte. Und irgendwann ist meiner Mutter aufgefallen, dass bei mir eine chronische Unterleibsgeschichte verschwunden ist. Ja, und so bin ich eigentlich dazugekommen. Und mittlerweile bin ich fertige Ärztin und bearbeite hier im Freundeskreis die Erfolgsberichte, Hilfen und Heilungen, die von Jugendlichen reinkommen. Darunter sind zum Beispiel Heilung von Allergie, das ist sehr häufig, Milchunverträglichkeit, aber auch viele seelische Sachen, Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, aber eben auch körperliche Sachen, über Beine, die weggehen. Es fängt eigentlich von einem verstauchten Fuß, der schneller wieder in Ordnung ist, an, bis hin zu schweren chronischen Geschichten wie Colitis ulcerosa. Warum das Einstellen auf diesen Heilstrom, auf diese göttliche Kraft hilft, das können auch wir Ärzte hier im Freundeskreis in der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe nicht einfach so erklären. Ich denke, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir können aber, und das tun wir auch, zeigen, dass es hilft, wenn man das ernst nimmt und befolgt. Wir fordern Dokumente vorher an, vergleichen sie mit Dokumenten nachher. Ganz wichtig, dass das von unabhängigen Ärzten, die nichts mit dem Freundeskreis zu tun haben, gemacht wird. Und dann vergleichen wir mit unserem medizinischen Hintergrund, ob sich dort etwas getan hat oder nicht. Und es ist ja auch so, dass wenn man Medikamente verschreibt, nicht jedes Medikament jedem Patienten hilft. Bei manchen Medikamenten wissen wir auch bis heute nicht, warum sie genau helfen. Der Wirkungsmechanismus ist nicht ganz klar, trotzdem hilft es. Und ich denke, so kann man auch den Freundeskreis oder die Lehre Bruno-Gröning sehen. Bei manchen hilft es sofort, bei manchen später, bei manchen erstmal nicht. Warum das so ist, ist nicht erklärbar. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und unsere Aufgabe ist einfach zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist. Es ist unentgeltlich, es ist unverbindlich, kann jederzeit sich entscheiden, nicht mehr zu kommen. Und es ist einfach eine Chance für viele Menschen, die sonst gar keine Möglichkeit mehr haben, gesund zu werden. Bruno Grönings Aufenthalt in Rosenheim sprach sich herum. Und innerhalb weniger Tage strömten tausende hilfesuchender Menschen auf den Traberhof. All die, die irgendwo in abgedunkelten Zimmern dahin vegetierten, brachte man hier auf die Pferdekoppeln, ans Licht der Öffentlichkeit. Man schlief in Zelten und Bussen und wartete auf Bruno Gröning, der noch einmal in Norddeutschland zur Hilfe gerufen worden war. Dann begann, während er noch auf dem Weg war, das Große bereits zu geschehen. Manche berichteten von einem intensiven Wärmegefühl und verstärkten Schmerzen, von einem Kribbeln in gelähmten Körperteilen und dann erste Heilungen. Die Zahl der Wartenden stieg auf 30.000 Menschen. Bruno Gröning kam und ging nach Ankunft auf den Balkon, fühlte sich erst schweigend in das Schicksal seiner Mitmenschen hinein und sagte dann: Der Mensch ging vor Jahrhunderten den Weg ab von der Natur, von dem Glauben an unseren Herrgott. Jeder glaubte, sich allein behaupten zu können. Jetzt sind wir auf dieser Erde. Jetzt richten wir uns ein, wie wir das wollen, und wir werden uns schon zu helfen wissen, glaubte jeder. Aber ich gebe Ihnen zu wissen, dass niemandem geholfen werden kann ohne unseren Herrgott. Und wer glaubt, sich der Natur, die der Herrgott so schön für uns geschaffen hat, entziehen zu können, der soll gehen, wohin er will. Man hat geglaubt, einer könnte sich vom anderen unterscheiden, indem er der Natur den Rücken zukehrt und die Stufen der Kultur besteigt. Da liegt der Fehler, da liegt alles. Das ist es, was dem Menschen fehlt. Die Natur. Zurück zur Natur. Zurück zu unserem Herrgott. Zurück zum Glauben an das Gute im Menschen. Sie sollen Menschen zu Menschen sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht gehässig sein. Nicht falsch. Niemandem etwas Schlechtes antun. Sie sollen alle gut sein. Gut untereinander. Sie sollen wissen, dass sie zusammengehören, ob arm oder reich,
nie neidisch sein. Das Beste und Größte, was Reichtum ist, ist ja nicht das Geld, wie sie dachten. Reichtum ist Gesundheit. Gesundheit ist alles, mehr als Geld. Also, jetzt öffnen Sie Ihr Herz und schütten Sie wirklich alles aus. Fort mit all den Sorgen und Nöten. Sie werden damit nicht fertig. Ich trage sie für Sie. Mein Rücken ist breit. In meiner frühesten Kindheit stellten sich depressive Zustände ein. Ich sehnte mich nach einer Liebe, die ich in meiner Familie nicht bekam. Nach einiger Zeit fühlte ich mich restlos überflüssig. Die Depressionen wurden immer schlimmer, sodass ich mit 15 Jahren das erste Mal in Therapie kam. Das war eine Gesprächstherapie. Mit 17 kam ich in Kur für psychisch Kranke. Für 6 Wochen. Und danach habe ich mit einer Ausbildung zur Zahnarzthelferin begonnen. Die musste ich nach einem Monat abbrechen, weil ich ganz starke Selbstmordgedanken bekam. Ich kam dann nochmal in Kur, dieses Mal für 5 Monate. Und in dieser Kur begann ich Zigaretten zu rauchen. Anfangs nur ganz wenige und später dann 40 Zigaretten täglich. Nach dieser Kur begann ich nochmal mit einer Ausbildung, dieses Mal zur Hauswirtschafterin. Aber die Depressionen wurden nachher so schlimm, vor allem die Selbstmordgedanken, dass ich nach einem Jahr dieser Ausbildung mir versucht habe, das erste Mal das Leben zu nehmen. Was mir auch beinahe gelungen wäre. Die Ärzte sagten damals 10 Minuten später und es wäre wirklich zu spät gewesen. Ich habe zwar damals überlebt, aber ich wusste nicht, wie das geht, zu leben. Und dadurch dauerte es auch wieder nicht lange und dann versuchte ich das zweite und das dritte Mal, mir das Leben zu nehmen. Und es ging immer weiter bergab. Ich musste täglich zum Arzt, bekam täglich Infusionen, Spritzen, Medikamente und einmal in der Woche eine Gesprächstherapie. Aber alles nützte nichts. Dann nahm ich durch die ganzen Medikamente und den Bewegungsmangel 25 Kilo an Gewicht zu. Meistens schlief ich bis zur Mittagszeit, stand auf und habe mich dann auf die Couch gelegt, ferngesehen und nur noch so dahin vegetiert. Ich hatte damals lange Haare gehabt, die habe ich mir pechschwarz gefärbt und mich auch nur noch so angezogen. Es war eine totale Leere in mir. Dann kam ich an einen Punkt, dann wollte ich die ganze Behandlung abbrechen, weil mir nichts genutzt hat. Und der Arzt sagte mir damals, wenn Sie das machen, dann garantiere ich Ihnen, dann fallen Sie in ein tiefes schwarzes Loch, aus dem Sie alleine nicht mehr herauskommen werden. Wir haben also dann langsam begonnen, die Behandlung zu reduzieren, die Medikamente, aber im Endeffekt habe ich dann doch abgebrochen. Danach ging ich zu Heilpraktikern und ein Heilpraktiker erzählte mir nachher von einem Mann, der vielen Menschen schon geholfen haben soll. Und ich spürte in mir, da gehst du hin, da bekommst du die Hilfe, wonach du dich immer gesehnt hast. Und ich ging in die Einführung und wurde darauf aufmerksam gemacht, die ganzen Sorgegedanken, die ganze Belastung draußen zu lassen und an was Schönes zu denken, an Drachenflieger. Ich habe das einfach getan und habe an diese Drachenflieger gedacht, denn ich hatte nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Ich habe damals in dieser Einführung das erste Mal bewusst von Gott gehört, dass er hilft, dass es eine Kraft gibt, die helfen kann. Und in diesem Augenblick habe ich wohl so loslassen können, dass diese Kraft begonnen hat, in mir zu wirken. Es ist mir ganz schlecht geworden.
dass ich insgesamt dreimal auf Toilette bin, weil ich gedacht habe, erbrechen zu müssen. Aber es kam nichts. Aber ich ging nach dieser Einführung raus und hatte eine Freude und eine Liebe in mir, die ich bis dahin nicht kannte. Und einen Frieden. Und das Gleiche erlebte ich in der ersten und in der zweiten Gemeinschaftsstunde. Und von da an ging es bergauf. Ich bekam wieder Lebensmut und eine Stärke, dass ich auch selbstständig werden wollte. Ich wollte mit einer Ausbildung beginnen. Ich wollte es diesmal schaffen. Dann in dem Jahr nach der Einführung habe ich dann, mir ist einfach diese Sucht nach den Zigaretten genommen worden. Seitdem rauche ich nicht mehr und die 25 Kilogramm an Gewicht, die konnte ich wieder abnehmen. Und eines Tages bin ich in der Küche meiner Mutter so hin und her gegangen und auf einmal habe ich gespürt, dass diese Angst, wenn sich eine Depression anbahnt, schon lange nicht mehr da war. Und seitdem bin ich frei von den Depressionen. Kurz darauf habe ich von einer Praktikumsstelle im Kindergarten gehört, dass die frei ist und bekam auch diese Stelle und habe nach 4 Jahren den Abschluss gemacht und bin jetzt staatlich anerkannte Erzieherin. Ich liebe den Beruf der Erzieherin und ich liebe den Umgang mit den Kindern, aber das kann ich nur, weil diese Liebe, weil die mir geschenkt wird. Und anfangs ist es mir aufgefallen, dass die Arbeitskollegen, dass sie mich beobachtet haben und wie geht die mit den Kindern um? Aber das kann ich nur aus dieser Liebe heraus, die mir geschenkt wurde. Und vor 6 Jahren durfte ich einen Sinnkreis aufbauen, den ich auch immer noch leite, was mir weiterhin Lebensfreude gegeben hat. Und ich weiß einfach, es gibt keine Grenzen nach oben. Aber auch in Bayern bekam Bruno Gröning Heilverbot, sodass er sich für eine Zeit in die Berge zurückzog. Bruno Grönings Hals, der auf manchen Bildern sehr groß wirkt, war ebenfalls Thema in den damaligen Artikeln der Presse. Hierzu sagte er selbst: Ich habe keinen Kropf, sondern eine Drüse. Und wenn ich zu vielen Menschen sprechen kann, dann ist sie sehr groß. Und ich fühle mich sehr wohl. Wenn ich vor weniger Menschen spreche, dann ist sie kleiner und dann fühle ich mich noch wohl. Wenn ich nur vor ganz wenig Menschen sprechen darf, dann wird sie sehr eng und dann fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Und wenn man mir das Wirken verbieten wird, dann verbrenne ich innerlich. Damals wusste noch niemand, dass die ganze Kraft, die auf den Plätzen tausende Menschen heilte, durch Bruno Grönings Körper floss. Auch was er erlebte, wenn er sagte: Geben Sie mir die Belastung, liegt jenseits unseres Vorstellungsvermögens.
Mein Gesicht war total entstellt von einer starken Akne. Und das kam innerhalb weniger Tage. Zuvor war ich immer gesund, immer gut drauf. Aber da ging es so bergab mit mir, weil das war wie ein Schicksalsschlag. Auch Medikamente konnten nicht helfen. Fachärzte waren ratlos. Es kamen Nebenwirkungen dazu von den Medikamenten. Es wurde immer schlechter statt besser. Obwohl ich den Ärzten ganz vertraut habe. Und ich habe mich verkrochen im Haus meiner Eltern. Und ich wollte nicht mehr raus. Ich wollte keinen Kontakt haben mehr mit Menschen, weil ich erlebt habe, welche primitive Sprüche die losgelassen haben. Und in dieser Situation kam meine Tante, die auch meine Lieblingstante ist, und die gab mir eine Kassette über Bruno Gröning. Und das sollte ich mir mal anhören. Und ich habe mir das angehört, habe mich dabei total entspannt. Und dann kam so ein Rieseln im Körper. Und das ging über in ein Fließen. Und dann kam eine Freude. Eine solche Freude. Ich musste lachen, lachen, lachen. Und all diese Depressionen waren mit einem Schlag weg. Und ich bin dann wieder rausgegangen auf die Straße, habe mit Menschen gesprochen und auch wieder mit dem Bus gefahren, in der Straßenbahn gewesen. Obwohl ich das zuvor nicht mehr konnte. Eben wegen dieser Sprüche, die dann losgelassen wurden. Ja, zum Beispiel, ich würde mich eher schießen, bevor ich so rumlaufen würde. Und dann klang diese Akne dann ab. Die war dann weg. Und dann war auch dieser Wunsch da, das weiterzugeben. Dass auch andere das erleben können. Ich bin dann mit einem Freund nach Kuba geflogen, um dort von Bruno Gröning zu erzählen. Und es sind Spontanheilungen eingetreten. Wir haben dort in der Sprache Esperanto gesprochen. Ich konnte das auch gar nicht so gut damals noch. War auch erst 22 Jahre alt, aber es ging trotzdem gut und die Heilungen sind trotzdem geschehen. Eine jüngere Frau, auch eine Esperantistin, war sterbenskrank, als wir sie angetroffen haben. Die Ärzte haben sie aufgegeben und haben sie zum Sterben nach Hause geschickt. Aber sie hat die volle Heilung bekommen und ist immer noch gesund. Auch nach 6 Jahren noch. Und sie ist so dankbar dafür. Das ist irgendwie meine Freude, dann, wenn jemand das Glück einfach dann auch erlebt. Auch eine 18-Jährige aus Kuba, die an Lebensmittelallergie gelitten hat und viele Lebensmittel nicht essen konnte. Dann waren solche Schwellungen, solche Ödeme am ganzen Körper. Und ich konnte das so gut mitfühlen, weil die auch sich zu Hause verkrochen hat. Und nicht mehr in die Schule gegangen ist, weil sie sich so geschämt hat dafür. Aber die hat nach einem Vortrag die volle Heilung bekommen. Und es hat auch vielen anderen noch geholfen. Und man kann hier wirklich viel Gutes tun auf der Erde, auch als junger Mensch. Mein Bruder und ich sind im ehemaligen Jugoslawien geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mich für Gesundheit und diese Dinge schon so seit der Jugendzeit interessiert. Vor allen Dingen auch, um so eine Klarheit im Leben zu bekommen. Einfach zu wissen, wo es lang gehen soll oder was denn jetzt das Richtige ist. Mit 22 Jahren wurde ich dann über einen Freund, einen Studienkollegen, eingeführt. Ja, ich kann sagen, seitdem hat sich mein Leben so nach und nach komplett geändert. Es ist alles irgendwie gut verlaufen, alles irgendwie gut geworden. Zum einen ist das Studium gut abgelaufen, habe einen guten Abschluss gemacht, habe eine gute Arbeitsstelle gefunden, mit den Kollegen läuft es gut, habe auch dort gemerkt, dass einfach dieses Kraft aufnehmen und für bestimmte Dinge einfach zu bitten, dass das wirklich was bringt. Also die innere Einstellung, die innere geistige Haltung, dass die wirklich entscheidend das Leben verändern kann. Ja, und ein halbes Jahr später, nachdem ich eingeführt wurde, kam dann mein Bruder dazu. Ja, bei mir war es so gewesen, dass ich
24 Jahre alt war und anstatt, dass ich mein BWL-Studium abgeschlossen habe, das heißt also zugesehen habe, dass ich alle Prüfungen beende, habe ich mich also mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ich habe einen sogenannten totalen Umweltschutzfimmel gehabt. Ich habe also alles Mögliche einfach aufgesogen in mich, was darüber berichtet wurde, wo irgendwo was zerstört wurde, über den Regenwald in Brasilien. Und diese Daten habe ich dann in meinem Kopf gespeichert und ständig darüber gegrübelt und nachgedacht und bin also zu dem Entschluss gekommen, dass der Mensch einfach schlecht ist. Und ja, ich fing einfach an, den Menschen als Parasiten auf dieser Erde hier anzusehen. Und das steigerte sich dann immer wieder, immer weiter. Ich habe also meine Freunde, meine ganzen Bekannten damit gequält praktisch. Ständig war nur immer dieses Thema dran. Ich wollte die alle bekehren, alle dazu bringen, dass sie sich jetzt ändern, dass sie jetzt nur noch Umweltschutzpapier gebrauchen. Die Kollegen an der Uni und Umweltschutzklopapier oder dass die nur noch Bionahrung essen. Und also wie gesagt, die haben alle schon gesagt, der ist nicht mehr ganz richtig. Du hast dein Auto verkauft, ne? Ja, das kam auch noch dazu. Ich habe also einfach den Entschluss gefasst, mein Auto zu verkaufen, weil ich einfach die Umwelt nicht mehr, das heißt die Luft, nicht mehr verpesten wollte. Das war also ganz schlimm gewesen. Ich habe einfach schon morgens beim Aufwachen, habe ich schon gesehen, wie die Autoabgase da von der Straße ins Fenster hineinkommen und mich dann, und ich dann verseucht werde dadurch. Also das habe ich alles so, visuell habe ich das gesehen. Und das, also das war ganz schlimm. Eine ganz schlimme Zeit war das gewesen. Ja, und dann kam mein Bruder mit Bruno Gröning an. Und ich muss sagen, also zu dem Zeitpunkt, das war allerhöchste Eisenbahn einfach. Und ich habe das irgendwie sofort annehmen können. Alles das, was er mir davon erzählt hat, dass es also jemand gibt, der gute Dinge getan hat, unentgeltlich den Menschen geholfen hat und dass dann auch wirklich Heilungen eingetreten sind, ja, das hat mich einfach fasziniert und seitdem auch nicht mehr losgelassen. Und es kam dann ganz schnell der Wunsch auf, einfach zu helfen. Und wie wir schon gesagt haben, kommen wir ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, speziell wir beide aus Kroatien. Wie gesagt, einfach der Wunsch, jetzt die Materialien, das Einführungsmaterial und weitere Bücher einfach zu übersetzen, um das unseren Landsleuten in der Heimat einfach zu bringen. Ja, und das ist dann einfach geschehen. Wir haben einfach angefangen, das Einführungsbuch zu übersetzen, die Einführungskassetten und so weiter. Ja, und dann war es halt eben so gewesen, dass ich Ende 94 meinen Lebenswunsch, also mir selbst praktisch erfüllen konnte, dass ich nämlich einfach wieder zurück in die Heimat gefahren bin. Angefangen mit dem Übersetzen wurde das dann weiter ausgebaut. Wir haben also Gemeinschaften gegründet in Zagreb zuerst, da wo ich auch jetzt lebe. In anderen Städten dann von Kroatien, also in ganz Kroatien praktisch, wir haben jetzt auch schon Jugendgemeinschaften, Kindergemeinschaften. In Slowenien haben wir Gemeinschaften, in Mazedonien, in Bosnien und Herzegowina. Das heißt also, wir konnten da schon vieles tun und das Wichtige ist ja gewesen, dass ich zu einer Zeit zurückgefahren bin, wo eigentlich noch Kriegszustand war. Und alle Völker des ehemaligen Jugoslawiens, die waren eigentlich alle miteinander zerstritten. Hauptsächlich war das halt religiös bedingt, ne? Und ja, jetzt ist praktisch die wichtigste Aufgabe, diese Völker wieder zusammenzuführen. Und das geschieht auch in den Gemeinschaften. Da sitzen nämlich die Moslems mit den Katholiken und den Orthodoxen zusammen und nehmen die zusammen die Kraft auf, berichten davon, wie sie den Hass losgeworden sind, wie sie die Verzeihung in sich aufgenommen haben und dadurch einfach schon mal gesund geworden sind. Und das ist also ganz krass, konnten wir das erleben jetzt bei den Infotouren in Sarajevo und in Mostar, weil da war ja der Krieg am allerschlimmsten gewesen. Als Kind hatte ich einen stark überzogenen Gerechtigkeitssinn. Das machte meiner Mutter Angst und sie hat sich viele Sorgen gemacht. Sie hat sich gefragt, was wohl aus mir werden würde, wenn ich älter werden würde. Wenn ich die Nachrichten sah und man zeigte da irgendwas von Attentaten, habe ich immer gedacht, diese Terroristen, die muss man bestrafen. Und ich habe mir ausgemalt, wie man das tun könnte. Ich habe dann angefangen, Kampfsport zu machen, um mich selbst zu schützen und auch im Zweifelsfall einfach mal knallhart durchgreifen zu können. Aber ich habe dann mehr und mehr gemerkt, dass es das einfach nicht sein kann. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man diese göttliche Kraft in sich aufnimmt.
wie man einfach um Harmonie und Kraft bitten kann. Und ich habe damals dann starkes Gelenkrheuma verloren, was mich oft gehandicapt hat. Und im Laufe der Zeit merkte ich dann auch, wie es in mir immer harmonischer wurde. Wie immer mehr diese Hassgefühle und Hassgedanken nachließen. Oder auch diese Rachegedanken. Ich erkannte immer mehr, dass es da ganz andere Lösungen gibt. Dass es darauf ankommt, Menschen verzeihen zu können. Und einfach auch die Liebe empfinden zu können. Und das ging dann immer einfacher. Ich habe immer mehr erlebt, wie oft einmal diese Liebe in mir war. Ja, und ich kann sagen, dass ich heute total frei bin von alledem. Dass ich einfach wieder glücklich sein kann. Ich weiß ganz genau, dass man durch die Liebe alles erreichen kann. Nachdem Bruno Gröning das Heilen gesetzlich untersagt wurde, hatten sich Ortsgemeinschaften von Geheilten und neuen Hilfesuchenden gebildet, die sich in einem Verein zusammenschlossen. Sie luden Bruno Gröning als Sprecher ein, um einen rechtlichen Weg zu finden, ihn treffen zu dürfen. So reiste er nun seine Freunde ab und half auf diese Weise im kleinen Rahmen, in geschlossenen Veranstaltungen weiter. Seine Vorträge nannte er Gemeinschaftsstunden. Hier eröffnete er den Freunden, zwischen welchen Kräften und Gesetzmäßigkeiten der Mensch in Wirklichkeit lebt und wie er sich zu verhalten hat, um den Lebenskampf erfolgreich bestehen zu können. Oft antwortete er auf Gedanken, die jemand gerade hatte. Seine Belehrungen waren deutlich, da gab es kein Hin und Her. Denken Sie jetzt nicht ans Kartoffelschälen und was Sie heute Abend kochen werden, sondern konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihren Körper und was Sie spüren. Eines Tages begegnete Bruno Gröning Josette Defusé und bald darauf wurde sie seine Frau, mit der er dann in Blochingen die Doppelhaushälfte im Dornendreher 117 bezog, wohin trotz des Heilverbots ständig Hilfesuchende angereist kamen oder anriefen. Dann wurde der große Prozess gegen ihn aufgerollt. Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Fahrlässige Tötung durch Verbot des Arztbesuches, lautete die Anklage. Man wollte ihn endgültig beseitigen. Seine Gegner hatten sich zusammengeschlossen und bekämpften ihn mit Verleumdungen und falschen Zeugenaussagen. Damit begann für Bruno Gröning das schwerste Kapitel in seinem Leben. Es ist nun mehr als ein Jahrzehnt, dass ich vom Bruno Gröning Freundeskreis weiß. Mein Vater hat mich damals zu den Gemeinschaftsstunden mitgenommen. Und ich muss sagen, obwohl, was dort gesprochen wurde und die Berichte, die dort abgegeben wurden, die ich als authentisch empfand, konnte ich für mich persönlich keinen Nutzen in der Lehre erkennen. Ich habe dann mein Leben so weitergelebt wie bisher. Und das so lange, bis ich an einen Punkt kam, an dem ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Aber zum einen hatte ich mich zu einem sehr aggressiven Menschen entwickelt. Ich war im Dorf und in der Schule war ich als Schläger bekannt. Es war mir irgendwann nicht mehr möglich, normal in einem Bus zu sitzen. Immer musste ich irgendjemanden anpöbeln und war doch sehr bald in der Schlägerei verwickelt. Zum anderen waren meine schulischen Leistungen, ja, waren genau genommen miserabel. Und hier war es anders. Hier hatte ich tatsächlich den Wunsch und den Willen, mich zu bessern und auch eine gute Leistung zu bringen. Denn ich wusste ja, wenn ich den Beruf, den ich mir wünsche, wenn ich den auch ausüben möchte, dann brauche ich einen ordentlichen Schulabschluss. Und so setzte ich mich tatsächlich hin und nahm das Buch und wollte lernen. Und es war immer das Gleiche. Ich saß vor dem Buch und konnte stundenlang auf diese Seiten blicken und war, ja, vor mich hinträumen. Und manchmal zwang ich mich dazu und ich las das dann. Und danach, wenn ich es dann zumachte, wusste ich überhaupt nicht mehr, was da drin gestanden hatte. Und irgendwann war es dann so weit, dass dann meine Klassenlehrerin einfach keinen Weg mehr wusste und mich dann
zu einem Psychotherapeuten geschickt hat. Und der hat mir dann verdeutlicht, wo ich stehe und wo ich angekommen bin. Und da war ich an einem Punkt erreicht, wo ich aus diesem Leben einfach nur noch fort wollte, wo ich einfach nur noch raus wollte aus diesem Leben. Und da war ich zum ersten Mal bereit, Bitte zu sagen. Und da erinnerte ich mich, was in den Gemeinschaftsstunden gesprochen wurde. Und auf einmal war es mir klar vor Augen, wie das Prinzip ist. Und ich tat genau das. Ich bat einfach Bruno Gröning, er möge mein Leben einfach umkehren. Und ich glaubte einfach, dass er es tun wird. Ganz gleich, wie illusorisch mir das auch erschien zu dem Zeitpunkt. Und was dann geschah, das kann ich nur an ein paar Dingen schildern. Das erste war, ich empfand auf einmal eine solche Kraft, eine solche Stärke und einen solchen Willen, den ich vorher nie gehabt habe. Ich bin in Büchereien gelaufen, habe mir Bücher geholt, hatte für alles Interesse. Jedes Fach in der Schule war auf einmal interessant, vorher so öde und dann auf einmal, ja, ein Wille dazu da. Die Schlägereien, die waren einfach, ja, ich habe mich ferngehalten von diesen Dingen. Und meine schulischen Leistungen haben sich von den, ja, von Vieren und Fünfen haben sich dann auf Einsen gebessert. Und dann, ja, im weiteren Verlauf so stark verbessert, dass ich dann, ja, das 11. Schuljahr, genau genommen das 10. und das 11. Schuljahr überspringen konnte. Und dann wirklich auch diesen Abschluss in der Tasche hatte, um Beruf und Studium so zu wählen, wie ich es mir wünschte. Ja, und dann kam etwas. Ich hatte mich dann an den Erfolg gewöhnt. Ich hatte gelernt, Kraft aufzunehmen und war voller, ja, auf einmal hat sich etwas anders eingeschlichen. Ehrgeiz. Und ich tat noch viel mehr. Ich investierte immer mehr Zeit. Ich musste Erfolg haben auf einmal. Ich konnte mich über Erfolg gar nicht mehr freuen. Auf einmal kam schon der nächste Erfolg, den ich haben musste. Und auf einmal, ja, es war auf einer Tagung, da fragte mich, was ist das? Was drängt mich so dazu, was drängt mich so nach dieser Macht? Was drängt mich nach sozialen Status? Was drängt mich so dazu, ja, immer diesen Erfolg, der mir doch dieses Glück, was man doch eigentlich sucht, nicht bringt? Und da war ich an einem Punkt angelangt, wo ich innerlich, ja, nur noch den einen Wunsch verspürte, dass mir diese ganze Eitelkeit, dieser ganze Hochmut genommen würde. Und was dann geschah, das ist für mich der eigentliche Erfolg in meinem Leben. Denn dann, ja, dafür fehlen mir eigentlich die Worte. Das Erste, was geschah, war in der Familie. Ich hatte das Verhältnis zu meinem Vater, meine Eltern hatten sich in jungen Jahren schon getrennt, zu meinem Vater und zu meiner Mutter war, ja, mehr oder weniger abstrakt. Ich wusste, das ist mein Vater, das ist meine Mutter, die hat man gern, zu denen ist man nett, genauso wie zu den Geschwistern. Und dann auf einmal, als ich diesen Schritt getan hatte, als ich einfach nur gebeten habe, in meinem Herzen Ordnung, dann fand ich eine solche Liebe zu meinen Eltern. Und auf einmal war ein Stolz da und eine solche, ich kann es nicht beschreiben. Und ich hatte dann, es war für mich damals ein sehr großer Schritt. Ich bin dann zum ersten Mal zu meinem Vater hin und habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe. Und ja, und es änderte sich so viel in meiner Familie. Ich hatte zu meinen Geschwistern einen ganz anderen Bezug. Ich konnte, auf einmal war so eine Liebe in meinem Herzen, so eine Freude. Und es war nicht mehr dieser Drang, etwas erreichen zu müssen. Und auf einmal erkannte ich, dass diesen Ehrgeiz, den ich hatte, dass das ein Ausdruck von Armut war. Seit meiner Kindheit hatte ich Kopfschmerzen und Schwindelgefühl, die am Anfang ab und zu auftraten und sich immer mehr verstärkten. Ich fühlte mich auch nie richtig gut, schon als Kind. Als ich dann 12 Jahre alt war, da stand ich an einer Bushaltestelle, mir wurde schwarz vor Augen und ich fiel in Ohnmacht und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster auf. Hatte dann eine Platzwunde am Kopf und als ich zu mir kam, war schon der Notarztwagen da, der mich ins Klinikum
Natur. Dort wurde ich mehrere Tage untersucht. Und die sagten, es wäre eine Wachstumsstörung, Störung des Nervensystems. Da kann man nichts machen, damit müssen sie leben. Ich habe gedacht, mit 12 Jahren, gut, das war jetzt eine einmalige Sache und das wird nie wieder auftreten. Aber es kam immer wieder, 10 Jahre lang, in unregelmäßigen Abständen, dass mir es einfach schwarz vor Augen wurde und ich umfiel. Ob es bei der Lehrstelle war, beim Arzt, in der Schule. Ich hatte Angst, rauszugehen, zwischen hohe Kaufhausregale entlang zu laufen, mit dem Auto zu fahren und dabei zu verunglücken. Das Leben war für mich damals eine Qual. Und dann 10 Jahre später ist alle Vierteljahr 1 bis 2 Ohnmachtsanfälle aufgetreten, die sich nicht vorher ankündigten. Ich war nervös, reizbar und war antriebslos, hatte keine Lust mehr am Leben. Ich habe mir sogar schon überlegt, mir mal selbst das Leben zu nehmen. Als ich 23 Jahre alt war, hörte ich von meinen Eltern was von der Lehre Bruno Grönings. Ich wurde dann eingeführt, konnte das am Anfang gar nicht so recht glauben, dass mir diese Lehre helfen kann. Ich habe es dann geprüft und ich hatte genau dieselben Regelungen wie vorher auch, wenn ich die Kraft aufnahm. Ich konnte das allerdings nicht als Regelung annehmen am Anfang, weil die Kopfschmerzen, dasselbe Gefühl, trat genauso auf wie vor. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, dann konnte ich das mit den Regelungen verstehen, da fiel bei mir der Groschen, wie das zusammenhängt. Wenn ich die Kraft aufnehme und dann glaube, dass ich gesund werde, dass es einfach ein Reinigungsprozess im Körper ist. Und dann fuhr ich wieder mit zum Einführungsvortrag. Und dort habe ich mich von allem getrennt, was im Körper nicht in Ordnung war. Und dort wurde ich auch ohnmächtig und rutschte vom Stuhl. Aber als ich wieder zu Bewusstsein kam, war die Stimme in mir, jetzt wird alles gut. Und es war alles anders. Ich konnte danach rausgehen, aus eigener Kraft. Und früher hätte ich die Beine hochlegen müssen und 2 Tage im Bett verbringen müssen. Und dann, seit diesem Tag, bin ich nie mehr in Ohnmacht gefallen. Und ich freue mich jetzt des Lebens. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Bruno Gröning auf der Anklagebank. Zu diesem Prozess, der sich über viele Jahre erstreckte, gäbe es viel zu sagen. An dieser Stelle nur so viel. Bruno Gröning bedauerte es, dass er seinen Anwälten alles fertig auf den Tisch legen musste, da sie das Ausmaß dieses Kampfes gar nicht begriffen hatten. Hier ging es nicht um weltliche Gesetze, sondern um die Beseitigung eines Menschen, der in seinen Vorträgen zur großen Umkehr aufgerufen hatte, der den Menschen verdeutlichte, was hier auf dieser Erde eigentlich gespielt wird und wie der Ausweg für alle Menschen aussehen könnte,
wenn sie zur Erkenntnis der göttlichen Gesetze gelangen würden. Ehemaliger Geschäftemacher, die Bruno Gröning selbst wegen Unterschlagung von Spendengeldern angezeigt hatte, traten plötzlich als Ankläger auf. Die unglaubwürdigsten von ihnen wurden noch nicht einmal vereidigt. Die Entlastungszeugen, die Bruno Gröning gerne einbezogen hätte, wurden hingegen erst gar nicht zugelassen. Mancher Freund Bruno Grönings, der im Gerichtssaal den Verhandlungen beiwohnte, wäre wahrscheinlich gerne dazwischen gefahren, als Bruno Gröning sich wehrlos den beschämenden Wortgefechten und sinnverdrehenden Auslegungen von Richter und Staatsanwalt aussetzte. Doch er behielt die Ruhe. Sicher erinnerte er sich manchmal daran, wer ihn im Wald damals auf diesen Weg geschickt hatte. Dieser Prozess und das Heil- und Sprechverbot zog sich dann bis an sein Lebensende. Er besprach noch einige Tonbänder und zeichnete die Gemeinschaftsstunden auf, bis er dann unerwartet im Alter von 52 Jahren am 26.01.1959 verstarb. Über diesen Tag sagte er einmal: Die schönste Stunde in meinem Leben wird sein, wenn ich werde heimgehen dürfen zu meinem Vater in die Herrlichkeit Gottes. Ich bin glücklich, diesen Weg gefunden zu haben. Ich würde nicht mehr zurück wollen in die Zeit vorher, um keinen Preis der Welt. Und ich freue mich schon auf das Leben, das jetzt noch folgt. Und erst im Nachhinein wurde mir das bewusst, was da eigentlich passiert ist. Ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Dass es ging ohne irgendwelche Suchterscheinungen oder Entzugserscheinungen. Es war einfach von heute auf morgen weg und das ist, glaube ich, schon nicht normal. Ich weiß noch ganz genau, irgendwann, ich stand dann auf der Südtribüne und merkte auf einmal irgendwann, ich habe eine Cola in der Hand, kein Bier mehr. Und das war für mich eine entscheidende Wende, denn ich wusste, ich habe es eigentlich geschafft. Und ich weiß einfach, es gibt keine Grenzen nach oben. Und man kann hier wirklich viel Gutes tun auf der Erde, auch als junger Mensch. Kraft aufnehmen und für bestimmte Dinge einfach zu bitten, dass das wirklich was bringt. Also die innere Einstellung, die innere geistige Haltung, dass die wirklich entscheidend das Leben verändern kann. Und irgendwann ist meiner Mutter aufgefallen, dass bei mir eine chronische Unterleibsgeschichte verschwunden ist. Ja, und so bin ich eigentlich dazugekommen. Um das unseren Landsleuten in der Heimat einfach zu bringen. Ja, und das ist dann einfach geschehen. Wir haben einfach angefangen, das Einführungsbuch zu übersetzen, die Einführungskassetten und so weiter. Es war für mich damals ein sehr großer Schritt. Ich bin dann zum ersten Mal zu meinem Vater hin und habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe. Wie das zusammenhängt. Wenn ich die Kraft aufnehme und dann glaube, dass ich gesund werde, dass es einfach ein Reinigungsprozess im Körper ist.